So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Munitionskisten an verschiedenen benannten Orten. Dazu kommen wir aber gleich kurz in eigener Sache. Ihr seht unten, wir haben jetzt den Creator-Code bekommen. Wäre echt nice, wenn ihr den eintragen könntet bei euch. Wie ihr das geht, wisst ihr, denke ich mal, alle. Einfach hier unten rechts unterstütze, dann YouTube Family Hack eintragen, auf Annehmen und schon habt ihr das Ganze. So, aber für die Neuen unter euch, falls ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Warum, werde ich euch jetzt verraten. Denn morgen findet ein Gewinnspiel statt um 18 Uhr auf YouTube. Ich werde einen Livestream starten und da einen Skin aus dem Shop verschenken. So, das Einzige, was ihr definitiv schon mal machen müsst, falls ihr gewinnen wollt, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken an YouTube Family Hack und dann auf Abschicken. Natürlich kann ich mir selber keine schicken, aber warum müsst ihr das Ganze bitte machen? Ganz einfach, ich kann euch erst dann ein Geschenk schicken, wenn wir schon 3 Tage miteinander befreundet sind. Bedeutet, wenn Brian morgen gewinnen würde, könnte ich ihm kein Geschenk schenken morgen, sondern halt, wie gesagt, erst dann in einem Tag, also am Samstag. Von daher wäre es echt schon Vorteil, wenn wir befreundet werden. So kannst du auch bei Custom Games mitmachen und so weiter. So, wir gehen dann mal gerade schnell rein. Wie ihr seht, ich habe die Aufgabe schon angefangen. Aus dem ganz einfachen Grund, Aufnahme auch schon angemacht. Dann ist mir aufgefallen, dass ich selber die Aufgabe nicht richtig gelesen habe. Denn wir sollen Munitionskisten suchen an verschiedenen benannten Orten. Was bedeutet, nicht an demselben Ort. Ich war nämlich schön eine Munitionskiste nach der anderen am Suchen, aber alles für die Katz, eine zählt nur. Und ich bin hier oben bei Steamy Decks, Stacks gelandet. Diesmal landen wir einfach mal bei Slurpee. Und von da aus würde ich sagen, obwohl, ne, wir landen erst bei Misty und gehen dann zu Slurpee rüber. Müsste eigentlich ziemlich zügig gehen. Wir landen dann halt ziemlich weit hier vorne und öffnen dann da die Munitionskiste und gehen dann noch rüber. Oder? Oder ich gehe so im Kreis. Das wäre natürlich noch die allerbeste Lücke. Ne, wir gehen erst Slurpee runter. Zack, runter, komm, ich hab keine Zeit. Ich will so viele Orte wie möglich jetzt haben. Klar, wir könnten auch jetzt von Slurpee rüber zu Woods. Aber wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie die Zone kommt. Auf jeden Fall so schnell wie möglich runter. Weil klar, in Gruppenkeile geht's. Aha, natürlich ist hier die Zone. Wäre doch besser gewesen, ich wäre hinten gelandet. Aber so ist das. So, wir suchen nur Munitionskisten. Alles andere ist erstmal egal. Aber die EP, ihr kennt das Ganze ja, man geiert. So, hier haben wir die eine Munitionskiste, ihr seht, jetzt haben wir 2 von 7. Ich hole noch gerade mir die. Ja, leck noch mehr. Ja, ich weiß, hier sind Leute. So, wir gehen jetzt rüber zu Misty. Ja. Ach, hör doch auf zu laggen. Hier ist doch gar nicht so viel los. Ich weiß gar nicht, warum der PC bzw. der Surfer gerade so rummeckert. Wie gesagt, ihr müsst zu verschiedenen benannten Orten, also überall, wo ein Name steht, da müsst ihr nämlich hin. So, haben wir gerade noch ein bisschen Metz mit. Zack, 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 zack. Ist halt echt blöd. Fortbewegungsmittel sind hier echt zurzeit zu wenig. Also ist nicht wie früher, stellst dich auf ein Hoverboard, fährst mal gerade schnell durch die Map, hast alles hinter dir. Das funktioniert derzeit nicht. So, wir gehen nämlich dann mit der Seilrutsche rüber und dann schwimme ich schnell rüber. Dann haben wir wenigstens schon mal noch einen Ort. Und wenn wir dann gestorben sind, gehen wir nochmal zu Holy rüber. Das müsste nämlich dann auch noch passen. Sind da welche gelandet von uns? Nein, von uns definitiv schon mal nicht. Und ich denke mal, die Gegner eigentlich auch nicht. Also da eine Kiste noch zu ergattern, sieht ziemlich gut aus. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze natürlich auch im Solo-Modus machen. Alles überhaupt kein Problem. Ich wollte es euch halt einfach nur mal in Gruppenkeile zeigen. Ich werde wahrscheinlich auch die Aufgabe im Solo-Modus fertig machen. Aber ich sag ja, in Gruppenkeile hast du eigentlich einfach mehr deine Ruhe. Na komm schon. So, der Lazy Lake werde ich nicht mehr schaffen. Dann,
Und wie gesagt, ich habe jetzt schon öfters in den Kommentaren gelesen, andere YouTuber machen das schneller und bla bla bla. Und ich soll doch bitte das Video schneiden. Ganz ehrlich, das hier ist extra mein Stil, weil ich will euch heute einfach zeigen, wie ich das Ganze richtig löse in-game und nicht irgendwie so fliegt dahin, macht das und das und gut ist. So, ich hoffe, ihr akzeptiert das soweit. Warte mal, Lazy Lake könnte ich sogar noch schaffen. Wir probieren es einfach mal. Falls wir sterben sollten, ist auch nicht schlimm. Das Einzige, was ihr euch halt, glaube ich, merken müsst, ist, wo ihr gelandet seid. Weil das ist wichtig. So, schneller als ein Boot sind wir mit dem Schwimmen sowieso. Weil wir sind komischerweise echt schneller mit dem Schwimmen, als wenn wir ein Boot benutzen. Ich glaube, er da hinten will auch einfach nur noch eine Munitionskiste haben. Mehr will er gar nicht. Weil warum soll er jetzt auch darüber laufen? So, die Zone kommt nämlich jetzt erst. Ein bisschen was zum Bauen haben wir auch. Und wenn wir sterben, können wir halt, wie gesagt, noch in Holy landen. Hoffen, dass wir da eine Munitionskiste finden. Und dann hätten wir sogar schon 5 von 7. So, gucken, ob wir hier direkt eine finden. Am besten hier vorne im Gebäude. Ja, wir haben echt Glück. So, zack. So, ja. So, wir bauen uns jetzt extra hoch, damit wir sterben. Damit wir nämlich direkt schon weiter sind. So, zack. Platsch. Und wie gesagt, jetzt haben wir schon 4 von 7. So, wo spawn ich? Ich glaube, unterhalb. So, wir gehen hier einfach unten in ein Haus rein. Hier werden wir ja wohl safe noch eine Munitionskiste finden. Oh, hier wurde ziemlich leer geräumt, die Bude. Hat er vergessen unter der Treppe? Scheiße. Ja, hier, er hat alles leer geräumt. Na komm schon, wir werden ja wohl noch eine Kiste finden, oder? Na, das ist der nächste mit der Bootsaufgabe. Das wird auch noch eine Tortur. Liegt aber auch nirgendwo noch eine Kiste versteckt oder so. Ach, Gegner vor mir. Och, wie kann ich den denn nicht treffen, ey? Ich gehe doch mit ihm. Mann, 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 Mann. Ja, vielleicht haben wir Glück und Wutz finden wir noch was. Ja, leck noch mehr. Seit wann ist denn die Kacke so am Lecken wieder? So, Loot Drop interessiert mich nicht. Gucken, ob wir hier noch eine Munitions. Nein, er hat die natürlich auch schon geöffnet. Im Haus wahrscheinlich auch alles. Ah, die sind inzwischen so gründlich geworden. Früher wurde einfach alles liegen gelassen. Jetzt, seitdem es EP gibt, wird alles komplett weggeräumt. Oh, die Lags sind ja abartig zurzeit in Gruppenkeile. Also das hatte ich eigentlich die ganze Zeit nicht so. Haben wir hier vielleicht noch eine Kiste? Nein, nein. Hier wäre doch ein schöner Ort gewesen für eine Munitionskiste. Warum setzen die hier keine hin? Mann. Hier unten vielleicht eine. Auch nicht. Gerade nochmal gucken, ob hier oben eine war. Aber ich glaube nicht. Nein. Nein. Ach, dann war es das wohl hier erstmal mit den Munitionskisten. Wie gesagt, ich zeige es euch gerade nochmal auf der Map. Ihr müsst halt hier zum Beispiel in so eine Stadt, in Pleasant Park gehen. In Cliffs, bei der Farm, hier oben, bei den Dogs. Immer verschiedene Orte besuchen, also nie den gleichen. Und dann dort Munitionskisten aufmachen. Und schon habt ihr die Aufgabe erreicht. Ich muss das Ganze halt jetzt nochmal in einer anderen Runde machen, aber das brauche ich euch ja nicht zeigen. Und in dem Sinne sage ich mal einfach, ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen. Lass gerne ein Abo da. Wie gesagt, morgen das große Gewinnspiel in Anführungszeichen mit einem Skin aus dem aktuellen Shop. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal raus und euch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.